Hallo und herzlich willkommen. Wir starten heute zu einer neuen Runde bei der Daily Challenge. Und ja, die ersten 500 Meter sollten eigentlich recht leicht sein. Wir müssen heute einfach wieder versuchen, so weit wie möglich zu rennen. Das heißt, wir rennen einfach im Moment gerade nur den Jungs vorbei, machen große Sprünge. Hier lassen wir uns runterfallen. Auch hier ignorieren wir den Bumper, da uns der an den Jungs vorbeiführt. Hier ein weiter Sprung nach oben. Weit springen und dann sollten eigentlich die ersten 150 Lumens beziehungsweise ja knapp 500 Meter sollten eigentlich kein Problem sein. Hier einfach auch nur auf die Bumper drauf laufen und hier ein Weitersprung oben auf die Plattform. Also alles gar kein Problem. Soweit hier auch wieder fallen lassen. Ein kleiner Sprung hier als einzigstes und hier über die Linien drüber weiter runter fallen lassen. Hier ruhig ein bisschen früher ansetzen, damit man auch drüber kommt. Und ja, hier habe ich ein bisschen die Plattform verpasst, aber macht es dann einfach durch den Flieger. Kleine Flüge wieder fallen lassen. Ein weiter Sprung nach drüben, der kommt allerdings automatisch. Das heißt, auch hier bitte drauflaufen, groß lassen, einmal fallen lassen, zwei kleine Sprünge und ein großer Sprung drüben, und um ihn anzuhauen. Hier dazwischen durchspringen, auf die Bumper wieder drauf und jetzt wieder über die Plattform springen. Also eigentlich alles recht einfach. Kleine Sprünge hier reinfallen lassen, fliegen lassen. Und dann sollte das kein Problem sein. Gleich kommen nochmal Linien. Also so Seite genau hier. Hier ein bisschen aufpassen. Da muss man, trifft man manchmal nicht ganz den richtigen Punkt. Ja. Aber ansonsten eigentlich heute alles hier sehr schön. Und sollte eigentlich für euch kein Problem sein, hier eine schöne Goldmedaille zu holen. So, hier auch nochmal drüber anhauen. Drüber springen, hier wieder das gleiche mit der Seile, aufpassen auf die Lianen, hier fliegen lassen, anhauen und der weite Sprung kommt eigentlich wieder automatisch. So, hier verpasse ich dann außerhändlich den zweiten Bumper, weil ich zu spät draufschlag, aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Daily Challenge. Viel Glück euch!